Guten Abend und willkommen im Krüger Nationalpark. Wie in dem ersten Film versprochen, zu den 5 Tipps für Wildlife-Fotografie, möchte ich euch jetzt in einem kurzen, ja, nenne es ein Tutorial, zeigen, wie ich ein Bild entwickle, das ich hier vor ein paar Tagen realisiert habe mit einer gewissen Idee im Kopf. Ringsrum hört ihr vielleicht das Theater der Vögel. Sonnenuntergang ist rum, wir haben jetzt so langsam die Abenddämmerung. Wie versprochen, hier mein Savanna. Wer einmal in Südafrika, Namibia war und Savanna kennt, wird mir zustimmen, nichts auf der Welt schmeckt wie Savanna. Savanna ist ein Cider und verkörpert, es ist keine Werbesendung, die Seele und den Duft der Savanne in einer Flasche. Gehen wir zurück zu dem Bild. Im Moment ist Tierzeit, das heißt Babyzeit, hier im Dezember. Zu Beginn der Regenzeit, November, Dezember, fangen die Säugetiere an, ihre Babys auszutragen, ihre Babys zu bekommen. Und ich hatte so die Idee, ich möchte unbedingt ein junges Gnu mitten in einer Herde von erwachsenen Tieren und möchte die Verletzlichkeit des kleinen Tieres irgendwie darstellen. Und habe das mit diesem Bild, was ihr hier seht, denke ich, ganz gut auf die Reihe bekommen. Die Schwierigkeit natürlich bei Tierfotografie, das weiß jeder, wird mir jeder zustimmen, der Tiere fotografiert. Die Tiere bewegen sich, du kannst nicht den perfekten Moment abwarten, du kannst es nicht wie Dominosteine so hin und her schieben, wie du es gern möchtest. Du musst halt das nehmen, was die Natur dir schenkt. Gehen wir nochmal an das Bild, was ich hier habe, mit diesem Gnu-Baby in der Mitte. Umringt von den Alttieren und in der rechten Ecke noch so 2-3 Gnu-Babys. Ich möchte das einfach mal jetzt mit Quick and Dirty entwickeln und möchte dann vielleicht noch mit einer speziellen Schwarz-Weiß-Umsetzung ein bisschen den Fokus legen auf das Tier. Und damit fangen wir doch mal ganz einfach an. Die Farbtemperatur, das machen wir jetzt wirklich alles mal ganz schnell, Quick and Dirty. Das Histogramm sieht sauber aus, da brauche ich nicht viel zu tun. Ich setze noch den Schwarzpunkt ein bisschen runter. Aber eigentlich ist hier Klarheit, das ist Regler, den ich eigentlich nicht gerne benutze. Dynamik, warum soll ich das Bild farbiger machen, als es eigentlich ist? Das sollte auf die Schnelle reichen. Ich wähle jetzt den Beschnitt und versuche mir jetzt hier noch den Beschnitt so zu setzen, dass ich mehr den Fokus auf das Tier selber setze. Ja. Und versuche jetzt, wie gesagt, hier über den Bildschnitt das Tier so, naja, auf die Kreuzlinien, nennen wir es die Kreuzlinien der Drittelregel, zu setzen. Ja. Und dann sieht der Beschnitt, denke ich, schon mal ein bisschen spannender aus. Zuerst mache ich eine Schwarz-Weiß-Umsetzung, das heißt, ich gehe her und schaue, dass ich vom Prinzip her hier die Tonwerte in Schwarz-Weiß anpasse. Die Schwarz-Weiß-Mischung, da kann ich vielleicht noch ein bisschen, die Tiere sind rotbraun, noch ein bisschen was über die Kontraste ändern, aber eigentlich ist da nicht viel zu tun. Und jetzt möchte ich eigentlich den Fokus auf das Tier legen. Das werde ich tun, indem ich diesem Tier vom Prinzip her mit einem Radialwerkzeug, also mit einem Kreis, ja, den ich etwas vergrößere, die umgebende Belichtung einfach reduziere, dass der optische Fokus natürlich mehr auf dem Tier selber liegt. Das heißt, ich dunkle mir den Rand mal so um vielleicht eine Drittel bis halbe Blende ab. Es darf nicht zu stark werden, sonst sieht es natürlich schon, ja, so aus, als wenn das übertrieben wäre. Dazu nehme ich mir dann noch das Verlaufswerkzeug und dunkle mir dann ebenfalls noch etwas die Ränder ab, nehme mir da noch etwas die Klarheit raus. Das machen wir auf der rechten Seite ebenso. Selbiges von oben, selbiges von unten. So, und jetzt haben wir schon mal optisch etwas mehr den Fokus auf das Tier gelegt. Ich kann über den Kontrast selber im Bild
die Kontraste noch etwas steuern. Ja, dann werde ich also die schwarzen Tonwerte werden natürlich noch mehr abgedunkelt. Das führt dazu, dass mir die Tiefen natürlich in der Tat jetzt hier wirklich absaufen. Ja, mein Gott, dann ist es halt so, da habe ich wenig Schmerzen mit. Das ist kein Landschaftsfoto, in dem ich Tiefen haben möchte. Das ist Wildlife. Und ich möchte wirklich den Fokus auf diesem Tier haben, was vom Prinzip her ringsrum von diesen umrundeten, starken, scharfen, spitzen Gnuhörnern in Unschärfe, ja, nennen es mal optisch bedroht oder wie auch immer wird, und die Fragilität dieses Tieres einfach hier im Fokus steht. So, und vielleicht eine Nuance an der Schärfe noch drehen, indem ich also vom Prinzip her über die Alt-Taste mit Maskieren mir schaue, welche Bildbereiche möchte ich überhaupt schärfen. Ich möchte nur das schärfen, was weiß ist. Und dann bin ich in Summe mit meiner Bildbearbeitung soweit eigentlich schon durch. Und wenn ich die Bilder miteinander jetzt vergleiche, habe ich über den Beschnitt und über die Blickführung im Bild, ja, den Betrachter mehr in Richtung dieses Tieres geführt. Das heißt, die umliegenden Tiere sind sehr dunkel. Ich habe mich auf Schwarz-Weiß reduziert, statt auf Farbe zu gehen. Damit habe ich nicht so viel Bling-Bling und so viel Unruhe im Bild. Das Schwarz-Weiß nimmt das Wesentliche auf, nämlich die Kontraste, die zwischen diesem hellen Fell, ja, dieses jungen Babys von diesem Gnu, von der Gnuherde und dem umliegenden dunklen alten Fell, der alten Fellfarbe der alten Tiere umrundet wird. Ja, das ist meine Bildbearbeitung. Bleibt mir nichts anderes, als euch zu sagen, ich mache mir noch einen schönen Abend, koche mir jetzt ein bisschen was, trinke einen Schluck Savanne auf euch und habt viel Spaß mit der Wildlife- und Landschaftsfotografie. Wenn euch das gefällt, lasst einen Daumen da. Wenn ihr gerne Savanne trinkt, lasst einen Daumen da. Wir sehen uns bei einem nächsten Film. Zum Wohl.